Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin wieder joggenderweise unterwegs. Heute an diesem schönen Morgen. Ja, Wetter ist gut, aber mir ist es zu früh. Muss aber heute sein, weil ich sonst zu nichts komme. Deswegen muss ich heute relativ früh laufen gehen. Naja, mehr erzähle ich nach dem Intro. Wir haben jetzt kurz nach 7:30. Sau früh. Ich bin extra aufgestanden für den Mist. Aber es war wichtig, denn ansonsten hätte ich heute nämlich gar keinen Sport gemacht. Und das soll jetzt gerade auch nicht sein. Ich habe heute um 11 Uhr noch eine Lesung in Frankfurt. Kinderbuchlesung von einem meiner Kinderbücher in dem Kindergarten. Das wird eine lustige Angelegenheit sicherlich wieder, wie immer. Aber trotzdem muss ich jetzt vorher was tun, weil ich dann später noch ganz viel Arbeit habe und noch einige Sachen vorantreiben muss. Und deswegen komme ich heute nicht mehr dazu. Und heute Abend habe ich wahrscheinlich keinen Nerv und keine Kraft und bin zu müde. Deswegen gehe ich heute Morgen. Ist ja auch gut. Kann man ja mal machen. Ja, mache ich selten, dass ich früh aufstehe, extra fürs Joggen ein bisschen früher aufstehe als normal. Aber heute ist es soweit. Ich laufe jetzt so, mal gucken, so 10, 12 Kilometer habe ich vor. Und dann habe ich mein Soll erfüllt. Und dann sehen wir weiter. Ich werde jetzt bestimmt wieder gefragt, Kinderbuch, was denn für ein Kinderbuch? Was hast du denn für ein Kinderbuch geschrieben? Ja, sogar mehrere. Aber das, was ich heute vortrage, ist eins aus den Zahnindianer, aus der Zahnindianer-Reihe. Blende ich mal ein jetzt hier. Ein Zahnindianer-Buch. Ja, das ist die Zahnvorsorge-Story von den Zahnindianern. Lustige und spannende Abenteuer von Indianern, die sich um die Zahnpflege drehen. So sage ich das immer. Naja, ja, das trage ich heute vor. Das ist eine lustige Veranstaltung mit Beamer und Fragen zum Thema, wie oft putzt man sich die Zähne, wie oft geht man zum Zahnarzt, warum fallen Kindern die Milchzähne aus. All diese Sachen dauert so circa 45 Minuten. In Kindergärten und Grundschulen mache ich das heute in einem Kindergarten in Frankfurt. Ja. Macht das aber bundesweit, falls es, Werbung, falls es irgendjemand irgendwo mal bei sich haben möchte, kann man gerne anfragen. Mal gucken, ob ich Zeit habe, gerade wenn ich nicht laufe. Ja, macht das überall. In Hamburg, in Berlin, in München. Ich schlag mich tot. Ich würde sogar nach Österreich fahren. Sogar nach Österreich. War ich schon. Nein, egal. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid, was die Kinderbücher, was das mit den Kinderbüchern bedeutet. So, jetzt bin ich bei 8 Kilometer angekommen. An der Stelle hier wende ich immer, da weiß ich genau, es sind 8 Kilometer. Ich bin ja hier oberhalb von Itzstein-Dasbach. Dasbach hier mit dem Türmchen. Sieht man, ja, Römerturm. Irgend so Käse. Und hier ist so ein, ja, dieser Stab eben, oder dieser Pfahl. Das war ein Begrenzungspfahl vom ehemaligen Limes. Weiß der Teufel wann, vor 1000 Jahren. Also ganz lange her. Lange bevor ich hier gelaufen bin. Ja, ich bin jetzt bei 8 Kilometer. Wenn ich jetzt strack nach Hause laufen würde, weiß ich, dass ich mindestens 10 drauf kriegen muss. Aber ich glaube, ich mache ein bisschen länger. Mal gucken. Das klappt schon. Bei 11 Kilometer bin ich jetzt angekommen. Alles gut. Ich mache jetzt meine 12 fertig. Das reicht für heute. Ich habe auch gar keine Zeit mehr. Ich muss ja langsam mal duschen und mich fertig machen und nach Frankfurt fahren. Sonst warten die alle auf mich, wäre auch doof. Ne? Sag ich dann so, nö, ich
Ich konnte nicht früher, ich muss noch joggen. Ach, scheiß Ausrede. Wobei es ja die Wahrheit wäre. Naja, ich melde mich gleich von zu Hause nochmal. Da habe ich wieder eine Einheit geschafft. Sehr geil. 12 Kilometer gelaufen heute. Jetzt kann ich duschen und zur Arbeit. Ja, macht das auch. Steht morgens auf. Ein Ticken früher, 20 Minuten reichen. Geht ein bisschen joggen. Dann geht ihr unter die Dusche und seid ganz frisch bei der Arbeit. Oder abends runter vom Sofa Sport machen. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.